Gegen wen trete ich denn an? Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen. Aber ihr sollt der Beste sein. Beweist es. Okay. Ja. Ich wette, meinen Rekord könnt ihr nicht schlagen. Ach so. Ah, okay. Alles klar. Oh, verdammt. Ist hier oben auf dem Dach. Wie alle hier Werbung machen. Ah, verdammt, das ist... Nee, ist doch noch hier oben. Gut. Hopp. Ja, schaffen wir. Wow. Komm schon, das schaffen wir. Noch ein. Jawohl. Verpassen wir dem erstmal ein paar. Loslassen jetzt. Ja, vergiss es einfach. Tronzo, bitte tötet mich nicht. Na, mal sehen, ne? Ey. Du schaffst es nicht. Du bist zu schwach. So. Wir sind jetzt allerdings am Arsch der Heide. Sag ich mal, deswegen. Ab. Ach so, verdammt. Ich lerne das noch irgendwann. Nein. Ja. Wartet einen Moment. Dahin möchte ich ganz gerne. Ups. Och man, schon wieder welche. Na, wenn sie wollen. Die niete ich auch so schon um. So, was haben wir denn da? Da ist eine Faust, vielleicht einfach verprügeln. Hätte ich kein Problem mit. Klingt schon mal geil. Aber wir werden sehen. Ah, genau. Da war ja was. Ein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Ja klar, den verprügel ich gerne. Ups, Entschuldigung, tut mir leid, setz dich wieder hin, ganz ruhig. Buster, geh nach Hause zu deiner Mama. So, weiter geht's. Wenn die aufs Maul wollen, sollen sie es kriegen, ne? Würde ich mal sagen. So, jetzt müssen wir hier den Ehemann finden. So, Adlauge, das goldene Ziel. Kleidung. Stimmt, ein Franzos. Ich kenne diesen Mann. Bekannt vor. Lass die mit. Oh, verdammt. Das finde ich aber eine Frechheit hier. Geht gar nicht. So, nochmal von vorne. Da haben wir ihn ja. Der Große da. Kommt, er ist verschwunden. Madov ist da. Er ist verschwunden. Nochmal Florin gesammelt. Raju, da. Nicht nachlassen. Ihn. Kämpf. Gib nicht auf. Oh ja, den habe ich ganz schön. Sie
verprügelt. Ich gebe auf, diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles Geliebtes. Ja, mach das mal. Tja, ziemlich verkackter Junge, was? Okay. Konnte man nicht irgendwie auch... Ah, genau, stehlen. Im Vorbeigehen. Sehr schön, so. Nein. Kurierauftrag. Ja, der Diebstahl ist wesentlich einfach. Nee, erstmal nehme ich den Kurierauftrag an. Wow. Ich wurde beraubt. Bring so. Das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Okay. Diese beiden Briefe den bewachten Empfängern überbringen. Oh, nein. Mein Geld ist fort. So hilft mir doch jemand. Ja, tut mir leid. Ja, klar, Diebstahl ist hier wesentlich besser, sag ich mal. Warum kletter ich jetzt über die Dächer? Das ist ein bisschen stumpf, aber... bei mir hat alles seinen Sinn, also von daher... Super, und ich suche mir natürlich den aus, der am Arsch der Heide ist. Ach, oben auf dem Dach, super. So, hier hoch. Und, ach scheiße, im Haus drin etwa. Nee, da. Nein! Ach, verdammt. Oh, ein Grab hier. Hat ein Fischstäbchen im Hals stecken. Oh, 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 oh. Scheiße. Naja, ist nicht so schief gegangen, sag ich mal. So. Nächstes Ziel. Ist natürlich in der genau entgegengesetzten Richtung 105 noch. Alter, ich glaube, das wäre viel näher dran gewesen. Oh, oh. Noch lebe ich. Idiot, da. So, ab nach oben. Okay, was war das? Ach so, 2 Minuten noch. Bitte. Toll, 100 Florin hat das jetzt gebracht. Ich dachte, der zahlt gut. Na egal. Wir schauen mal. Oder ich schau mal. Was ich noch machen kann. Erinnerungsanfang. Dann machen wir erstmal das. Was machst du hier draußen, Petruccio? Petruccio! Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Kleinbruder, oh mein Gott. Uah. Naja. Wie dem auch sei. Man kann in diesem Spiel hier Federn sammeln. Im ersten waren es Flaggen, hier sind es Federn. Aber es gibt nur eine Sorte Federn, soweit ich weiß. Vielleicht irre ich mich da auch. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen.
Zack, zack. Oh, und da sehe ich schon das nächste. Die nächste. Oh, okay. Los, hoch mit dir. So, und dann werden wir schon mal... interagieren. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Oh geil, mein kleiner Bruder hat mir Geld gegeben. Finde ich nett. So, und wen haben wir hier noch? Die Mutter. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit bin dabei. Komm, es ist nicht weit von hier. Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das Aha. konnte ich nicht länger dulden. Ehrlich mal. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Okay. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine Tja, das wollen alle. Aber sie geht vorbei. Das stimmt. Ja. Toll. Wohin gehen wir jetzt mit der A? Ich glaube gleich links rum. Oder auch nicht. Scheiße. Doch links rum. Da sind wir. Leonardos Werkstatt. Leonardo da Vinci. Tja, und das ist er. Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. Das Bild hat man nicht im Gesicht, wenn man an wenn man Leonardo da Vinci hört. Das er ist nun wirklich sehr nicht. Talentiert. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Geil. Leonardo, ja? Klar. So, wie machen wir das? Objekt aufheben. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Forschen. Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh ja. Oh, Leonardo. Ich zweifle. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Jetzt habe ich den Dialog unterbrochen. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Ich auch. Übrigens. So, damit hätten wir hier alles abgeschlossen. Bevor wir jetzt allerdings da reingehen, unterbreche ich mal kurz die Aufnahme, mache eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, und da bin ich auch schon wieder und ich möchte gleich mal eben kurz die Chance nutzen, mal kurz hier das Menü zu zeigen. DNA ist praktisch die Erinnerung. Da kann